Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge Ravenport auf im Landwirtschaftssimulator 19. So, wir haben gestern Unkraut entfernt. Hat die Folge eigentlich länger oder dass die Arbeit länger gedauert als ich dachte. Ich dachte, wir schaffen mehr in einer Folge. Darum geht's heute weiter hier mit dem ersten Feld, das wir wieder vorbereiten für die Einsaat. Ich fahre mir auch direkt schon wieder eine Naht hier zurecht. So, das wird jetzt für die Aufnahmesession auch, glaube ich, die letzte Folge sein, weil einfach, also ich nehme sonst einfach zu viel im Voraus auf. Ich habe zwar noch mega Bock hier eigentlich weiterzumachen, ist aber unpraktisch, wenn ich 10 Folgen im Voraus aufnehme. Daher muss ich dann leider hiernach aufhören, gezwungenerweise. Ja, wir düngen heute, ich glaube, wir düngen einfach beide Felder. Ich wüsste jetzt nicht, wieso, weshalb, warum, was dagegen spricht. Dann haben wir wenigstens was zu tun. Oder wir düngen nur das eine Feld, das können wir auch machen. Dass wir das hier schnell durchdüngen und wir uns dann eventuell schon mal die nächsten Geräte vom Shop holen. Wie den Wasseranhänger und den Viehtransporter. So, ich muss, glaube ich, nochmal das Fahren neu lernen. Aus irgendeinem Grund bin ich heute nur am Rumeiern. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass ich mal die Differenziale sperren sollte. Vielleicht eier ich hier dann nicht mehr so rum auf dem Feld. So, gucken wir mal. Also es fährt sich schon ein bisschen stabiler. Da wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr das Problem haben, dass die Räder be- und entlastet werden und sich unterschiedlich schnell drehen möchten. Denn das wird wahrscheinlich halt ohne die Differentialmod nicht so gewesen sein. Fährt sich komplett anders. Gut, also auf dem Feld immer schön die Differenziale sperren. Besser ist das. Macht man, glaube ich, nicht immer. Nur wenn es nötig ist, aber ich denke, dass ich hier so ganz gut klarkomme damit. So, ja, das Düngen ging nämlich jetzt recht fix. Blöd ist nur, wenn wir. Eigentlich müssten wir auch noch schnell ansehen. Das Ansehen dauert natürlich wieder ein bisschen. Wenn wir jetzt natürlich zum Shop runterfahren und uns Sachen besorgen, ist das nächste Feld fertig zum Ernten, was wir dann auch ernten müssen. Und dann müssen wir mehr oder weniger. Ja, müssen wir eigentlich auch nicht, nee. Ich wollte gerade sagen, dann müssen wir ja tatsächlich schon wieder alle drei Felder fertig machen. Aber wir haben ja Luft dazwischen. Oder die nehmen wir uns auch einfach für dazwischen. Gut. Dann einmal Motor aus. Ja, wir sollten natürlich, wenn den Viehanhänger als letztes holen, weil wenn wir schon mal da unten sind, können wir gleich schon mal die ersten 10 Schafe mitbringen. Wo jetzt halt noch die Frage war, ja, es gehen 10 Schafe rein. Hier gehen sogar 24 Schafe rein. Und hier 38. Okay, preislich ist es natürlich aber auch ein gewaltiger Unterschied. Ein ganz gewaltiger. Wenn wir jetzt die 24.000 nehmen, plus die 10.000, sind wir bei 34.000. Und dann können wir noch 70 für, oder 75 für, ja nicht ganz, ja, ja wir müssten dann ein bisschen Soja verkaufen fahren. Sonst würden wir ins Minus gehen. Und das wollen wir nicht. Was wir auch gucken müssen, tatsächlich, was ich noch nicht weiß, da ich noch nicht so weit war, wir haben ja hier die Einstreuer.
Im LS17 war es ja so, man konnte sie benutzen, man konnte die Ball noch einfach so reinwerfen, die haben sich aufgelöst. Ich weiß nicht, wie es hier im 19er ist. Funktioniert es doch genauso oder ist man jetzt hier tatsächlich darauf angewiesen, um so einen Ballen Auflöser oder beziehungsweise einen Einstreuer zu verwenden? Gut. Wo kriegen wir denn eigentlich Wasser her? Haben wir hier schon irgendwo Wasser? Ich glaube nicht, ne? Ich muss mal in die Garage schauen. Habe ich irgendwo einen Hydranten? Garage? Irgendeine Wasserstelle habe ich. Nee. Habe ich tatsächlich noch nicht. Jetzt, ja, die große Frage. Wir könnten die Wasserstelle hier hinten hin machen. Dann wäre die Ecke hier nicht so leer. Hier kann man ja durchgehen. Ich hoffe, man kann hier nicht durchfahren. Das wäre ja blöd. Entweder machen wir die Wasserstelle hier hin oder vorne. Das entscheiden wir gleich. Wir fahren eben erstmal los und holen den Wasseranhänger. Dann kann ich nämlich auf dem Weg gleich mal gucken, ob wir da vorne ein schickes Plätzchen hätten für einen Hydranten oder Wasserentnahmestelle. Mit der John Deere Rennsemmel. Was war das eigentlich für einer? Ein 7310 oder ein 7310R. Dann holen wir erstmal den Anhänger, würde ich sagen, und fahren mit dem Anhänger dann hier gleich einmal gucken. Weil Fakt ist klar, ultra praktisch, wenn es da ist, wo die Viecher auch sind. Nur da wir garantiert irgendwann mit den ganzen Stellen einmal umziehen werden. Oder mit. Ja gut, vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir ja auch einfach mehrere Ställe. Das weiß man noch nicht. Aber gegebenenfalls sollten wir damit umziehen, müssten wir auch den Hydranten da wieder weglöschen. Klar, eigentlich kein Problem. Piep, piep. Ich hasse Blinker, die piepen. Muss richtig schön klack, 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 klack machen. ja, ich fände es halt eigentlich einerseits cool, wenn wir die Wasserstelle auf dem Hof hätten, also die Wasserentnahmestelle auf dem Hof hätten. Da wir dann ein bisschen gezwungen sind, auch hin und her zu fahren. Andererseits wäre es natürlich praktisch, wenn die Wasserentnahmestelle bei den Viechern ist. Dann könnte der Anhänger auch da stehen bleiben, weil den Wassertransporter möchte ich eigentlich jetzt auch nicht zwangsläufig auf dem Hof rumstehen haben. Da wir den ja eh für nichts anderes benutzen können. Also kann der eigentlich auch da stehen bleiben und dann könnte die Wasserentnahmestelle eigentlich auch zu den Viechern. Ja, Leute, was sagt ihr? Ich meine, wir hätten ja im Grunde noch Zeit, das mal eben abzustimmen. Ich mache ja nach der Aufnahmesession eh einen Break. Wobei ich wieder aufnehmen werde. Ja, nee. Obwohl haben wir. Doch, wir haben trotzdem Zeit dafür. Leute, haut mal in die Kommentare, wo die Wasserentnahmestelle hin soll. Da auf dem Hof hinter die Werkstatt oder zu den Viechern da irgendwo hin. Mehrheit gewinnt, wird demokratisch abgestimmt, würde ich sagen. Ganz klare Sache. Denn mir gefällt im Grunde beides. Ich bin von beiden angetan, also lasse ich euch das entscheiden. Und da wir nächste Folge dann sowieso wahrscheinlich erst noch Viecher kaufen werden, bevor wir Wasser benötigen, können wir das jetzt auch noch ganz geschmeidig abstimmen. Also, haut's in die Kommentare, wo soll die Wasserentnahmestelle hin? Viecher oder Hof? Ein Stück zur Seite fahren, vorsichtshalber. Dann holen wir uns jetzt als erstes den Wasser. Den hier. Den Wasser. Für 9500. Den kaufen wir auch. Mieten macht überhaupt gar keinen Sinn.
So, jetzt könnten wir eigentlich nochmal eben dafür. So, dann haben wir auch das geklärt. Dann schaffen wir es jetzt auch noch nach Hause auf jeden Fall. Das sollte wohl drin sein. Wir brauchen ja wohl keine 5 Minuten, bis wir zu Hause sind. Es sei denn, uns passiert unterwegs wieder irgendwas. Und das geht halt schneller, als man denkt. Vor allem, wenn man so wie ich einfach nie guckt nach rechts oder links, ob ein Fahrzeug kommt, bevor man auf die Straße fährt. Sollte ich mir irgendwie mal angewöhnen. Ich bräuchte im Grunde bräuchte ich noch einen dritten Joystick, mit dem ich die Kamera steuern kann. Also klar, ich habe mit meinen beiden Controller, ja, oder Seitencontrollern, Seitenpanelen, habe ich schon zwei Joysticks, die ich aber halt auch komplett, wenn ich im Fahrzeug bin, eigentlich ausnutze. Das heißt, wenn ich einen Frontlader dran habe oder in einem Kran sitze, wird sich da jedes Mal was bewegen, wenn ich jetzt auch noch da die Kamerasteuerung drauflege, was ungünstig ist. Wobei, lass mich mal überlegen. Könnt ihr das über die andere Taste hier aktivieren? Kamera drehen. Hoch. Links, rechts. Das muss ich jetzt mal eben ausprobieren. Ja, im Grunde dreht die sich nur, geht hoch und runter, rein und rausziehen. Ja, also bräuchte ich alle drei Achsen von dem Joystick. Das wäre dann rein, raus, hoch, runter, links, rechts. Machbar ist es definitiv. Ich muss mal gucken, wenn ich ja sowieso jetzt gleich nach der Aufnahmesession hier, also nach dieser Folge, meine zweite Konsole wieder anschließe, ob ich das vielleicht tatsächlich mal so umsetze, weil es ist schon ein bisschen lästig, mit dem Lenkrad zu fahren, mit der linken Hand vor allem auch noch, weil rechts habe ich eigentlich, oder sagen wir mal so, obwohl ich Rechtshänder bin, bediene ich den Computer oder die Maus vom Computer immer mit links. Ich weiß nicht, woher das kommt, ist aber so. Daher ist es halt schwer, ja, mit links zu lenken und gleichzeitig die Maus zu bedienen. Eigentlich unmöglich. Und das macht für mich ein bisschen schwer den Umgang mit der Kamera, ehrlich gesagt. So, wir können ja eben jetzt hier halten wir eben einmal an und können mal gucken, wo wir den Wasserträger platzieren könnten. Wir hätten die Möglichkeit, das irgendwo hier vorne zu machen, was nicht so cool wäre, glaube ich. Oh ja, den Huckel hier, den können wir mal eben, den gleichen wir mal eben aus. Gehen wir eben in den Landschaftsbau. Vorher brauche ich wieder dieses hier. Dieses und so, dann war das. Wir machen den mal wieder kleiner. Angleichen. Da nur nicht weiter. Aha. Es hakt ein bisschen, sobald ich hier an die Straße komme. Okay, jetzt geht es hier zwar immer noch bergauf, aber es ist, glaube ich, nicht mehr so ein heftiger Huckel. Falls doch, werde ich es nochmal ein bisschen nach vorne angleichen gleich. Angleichen gleich, genau. Coole Stelle im Grunde wäre hier zum Wasser entnehmen oder hier vorne irgendwo.
Ich meine, irgendwo muss das Wasser auch herkommen. Und eigentlich wäre es naheliegend, das irgendwo hierhin zu machen. Einen kratzigen Hals. So, das wäre der Hydrant. Der kostet nur 500. Der halt aber auch, ja, deutlich auffällt. Den jetzt hier hinstellen. Absolut machbar. Und ich glaube auch echt ziemlich cool eigentlich. Die Position, ja, wobei hier muss auch das Wasser hin. Ja, okay. Doch, ich glaube, das haben wir schon beschlossen jetzt. Beziehungsweise, na, was heißt beschlossen? Ihr sollt abstimmen. Hierhin oder dann hüpfen wir eben in den Fendt rein. Oder tatsächlich. Nein. Ich möchte hier bauen. Hallo. Ich muss jetzt, glaube ich, echt mit der Kamera hier rüber huschen, ne? Ja. So, okay, kriegen wir hin. Sind auch schon wieder ein bisschen drüber. Also wie gesagt, da vorne bei den Schafen oder hierhin, hinter die Werkstatt. Entweder direkt hier an die, hinter die, oder hier vorne in die Ecke. So, das dürft ihr jetzt voten und aussuchen. Bis zum nächsten Mal. Oder ja, bis die. Ja, das ist trotzdem blöd. Da müsste ich eine Folge aufnehmen. Ich gucke, wie ich das mache. Ihr dürft aber voten. Hierhin oder vorne an der Ecke bei den Schafen. Haut das in die Kommentare. Vergesst nicht, die Vorschläge für ein neues Projekt in die Kommentare zu hauen, sprich Karten vorzuschlagen, eine Projektart, was wir da machen wollen, auf welchen Karten, Mods eventuell, die wir dafür benötigen, oder generell einfach auch mal Mods vorschlagen, die ich vielleicht noch nicht habe, die ihr gesehen habt, die cool sind. Das sollt ihr nicht vergessen. Wie gesagt, das Voting nicht vergessen. Ist gerade sehr viel, was ihr machen dürft. Worum ich euch bitte, was ihr in die Kommentare kloppen könnt. Ja. Dann ist jetzt hier erstmal Aufnahmesession Schluss. Und wir sehen uns dann trotz alledem ja für euch schon wieder morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage reingehauen. Bis morgen.